Dies ist der Podcast Zukunftssichere Strategien für Ihren Einkauf. Mein Name ist Tanja Damann Götsch. Ich gehöre seit über 15 Jahren zu den führenden Beratern im Bereich Einkauf. Ein Trend im Einkauf ist das Ray und Nearshoring. Ausgelöst von der Corona Pandemie sind zahllose globale verknüpfte Lieferketten ins Wanken geraten lange Transportwege mit vielen Zwischenstationen, das sogenannte Offshoring, waren besonders anfällig. Dabei wird die Produktion ins weitere Ausland verlagert, weil dort unter anderem die Herstellungskosten niedriger sind. Dieser Vorteil, so zeigt sich nun, geht allerdings mit einer gewissen Unsicherheit und Schwachstellen beim Transport einher. Aus diesem Grund tendieren viele Unternehmen dazu, ihre Fertigungskapazitäten aus dem Ausland zurück ins eigene Land oder in dessen Nähe zu holen. Das verspricht mehr Kontrolle sowie eine geringere Abhängigkeit von äußeren Umständen. Bei diesem Re- oder Nearshoring steigt die Zuverlässigkeit der Versorgung mit Waren. Allerdings ist dabei mit einer höheren Preis Beziehungsweise mit höheren Produktionskosten zu rechnen. Ein Wegweiser für Nearshoring. Nearshoring beschreibt den Standortausbau im benachbarten Ausland. Nearshoring ist eine Sonderform des Offshorings. Als Nearshorings wird die direkte Produktion in der Nähe eines Absatzmarktes bezeichnet. Aus deutscher Sicht ist meist eine Verlegung in osteuropäische Länder gemeint. Demgegenüber steht das Offshoring als Verlagerung ins entfernte Ausland. Häufige Zielregionen sind so zum Beispiel Asien und Südamerika. Die Motivation für Nearshoring ist unterschiedlich. Steigende Energiepreise bedeuten hohe Transportkosten, was eine stärkere regionale Ausrichtung der Logistik begünstigt. Vor allem der deutsche Industriemittelstand leidet darunter. Die Unternehmen bekommen selbst weniger Vorprodukte oder wie vor allem beim Beispiel Energie nur zu sehr hohen Preisen. Zugleich können sie die Preissteigerungen nur teilweise an ihre Kunden weitergeben. Auch die eigene Lieferkette wird durch Verzögerungen gestört. Fazit. Nearshoring macht Lieferketten resilienter, also robuster. Was bedeutet also Reshoring? Es ist die Rückverlagerung von Unternehmen und somit das gegenteilige Phänomen zum Offshoring, also der Verlagerung der Produktion. Die bis vor einigen Jahren vor allem für Unternehmen, die von den niedrigen Arbeitskosten in Schwellenländern profitieren wollten, noch sehr in Mode war. Onshoring Die Inlandsverlagerung bezeichnet eine Form der Verlagerung, unternehmerischer Funktionen und Prozesse innerhalb des Herkunftslandes, meist nahe beim Auftraggeber. Insbesondere Großkunden bestehen häufig auf räumliche Nähe. Der strategische Einkäufer wird Überlegungen und Auswertungen zum Thema Re und Nearshoring gemeinsam mit dem Supply Chain Manager umsetzen. Es freut mich, wenn Ihnen der kleine Wegweiser ein paar Impulse gibt, wie Sie in Zukunft Ihr Produktionslager bzw. Ihre Produktionsstätten planen. Bei weiteren Ideen oder Fragen zum Thema zukunftssichere Strategien für Ihren Einkauf in Zeiten von Krisen, melden Sie sich gerne unter www.damman-götsch.consulting.